Minister, ein Freiburger Bürger, einen Brief geschrieben. Er will sich keinesfalls beschweren über die Post in Freiburg. Ganz im Gegenteil. Er schrieb nach Bonn, und der Post geht also jetzt mit dieser Post weg, der Brief geht jetzt mit dieser Post weg, dass er sich sehr freut über das schöne neue Hauptpostamt in Freiburg. Da ist es. Und dieser Brief geht nun einen ganz besonderen Weg neu für Freiburg. Er kommt in eine der modernsten Briefverteilanlagen des Bundesgebietes. So schnell werden die Briefe gestempelt und werden automatisch abgerufen an den Arbeitsplatz der Vorsortiererin, immer wenn ihr Fach leer ist. Hier wird also vorsortiert nach großen Bestimmungsräumen oder nach Strecken. Das kann die Maschine noch nicht. Anlagen dieser Art stehen übrigens noch außer in Freiburg, in Dortmund und in Augsburg. Mechanisch ist also der Transport. In den Rillen gleiten die Briefe für einen bestimmten Raum, wie Sie es hier sehen, zum jeweiligen Feinsortierplatz. Hier müsste eigentlich bei dieser Feinsortiererin unser Brief nach Bonn dabei sein, da ist er schon. Erreicht wird durch diese Anlage vor allen Dingen eine Straffung der Arbeit. Und eines Tages wird sicher am Ende dieser Entwicklung die automatische Briefverteilung erreicht sein. Da ist also unser Brief wieder. Der gute Mann hätte sich allerdings das Porto für den Brief nach Bonn sparen können. Aber jetzt ist es zu spät, denn jetzt geht er gleich in den Postsack. Morgen kommt nämlich der Bundespostminister nach Freiburg und weiht das neue Postamt ein, dessen Automaten und Schalterhallen allerdings jetzt noch leer sind. Genießen Sie den Anblick leerer Telefonzellen. In ein paar Tagen wird es anders aussehen. Die große Halle ist sehr repräsentativ. Spätere Generationen werden sehen, dass es uns 1961 gut ging. Und der Beamte am mittleren Schalter, der hat diese Aussicht durch die Tür, und wenn er den Kopf einmal hochnimmt, wenn er gar nichts zu tun hat, dann sieht er ein Stück Freiburger Himmel über sich.